Hallo liebe Mitverschwörer und alle anderen, die sich dieses Video angucken. Der Grund, warum ich heute einfach mal ein Video drehe, ist der, dass ich mir dieses eine Video von Eric Winter schon mindestens zwei, drei Mal oder so angeguckt habe, worum es halt um die teutonische Verschwörung geht. Und Eric Winter fragt dann eben nach fünf Sachen, die man einfach hasst, die man überhaupt nicht mag. Und ja, ich habe mich reichlich spät, aber immerhin dazu entschieden, ja, euch mal diese fünf Sachen zu sagen. Fangen wir gleich mal an. Numero uno. Ja, Numero uno ist Regen. Regen. Also wenn es wirklich zwar vielleicht 40 Grad, 50 Grad draußen sind, oder zumindest gefühlte 50 Grad, und ein Regentropfen nur auf mich kommt, dann fange ich an, richtig deprimiert zu sein. Dann bin ich richtig sauer, dann bin ich richtig unten. Ja? Also, wenn es darum geht, dann ganz nett mit mir zu reden oder so, wird es schwierig, weil ich dann echt, ja, also, das bringt mich richtig runter, ja. Regen, also, kann ich nicht ab, kann ich echt nicht ab. So, Numero dos. Wenn ich, sagen wir mal, meine fünf Stunden geschlafen habe oder meine sechs Stunden und ich habe so früh morgens so einen richtig intensiven Traum. Es kann ein schöner Traum sein, es kann auch ein Albtraum sein, aber so richtig intensiv, dass wenn ich aufwache und noch im Bett liege und aufwache und so mich ein bisschen umschaue, dass ich dann noch den Traum im Kopf habe, noch in all seiner ganzen Vielfalt, in all seinen Details. Und gerade wo ich dann so vielleicht 5 Minuten später oder so über diesen Traum nochmal nachdenken will, ist er total weg. Ich habe ihn absolut vergessen. Und das ist die zweite Sache, die mich richtig nervt, wenn ich irgendeinen Traum einfach total vergesse. Das nervt mich. Und damit ist auch schon Numero tres verbunden. Nämlich, ich stehe auf und also noch so früh morgens, wenn es noch nicht mal wirklich hell ist, schon ganz davon zu schweigen im Winter, wenn es überhaupt noch Nacht eigentlich draußen ist. Und in dieser Dunkelheit versuche ich erstmal zum Bad zu gehen oder in die Küche oder so. Und barfuß, wie ich bin, ist dann draußen, also ist dann direkt vor meinem Zimmer Laminat und im Bad Kacheln. Diese Kälte, die einfach an die Füße kommt, ich kann die überhaupt nicht ab. Es nervt einfach nur, wenn man im Bad steht und es ist einfach kalt an den Füßen. Es ist verdammt kalt. Man vergisst einfach, seine Pantoffeln anzuziehen, weil man einfach aufstehen will, weil man verschlafen hat oder sowas. Und einfach diese Kälte an den Füßen morgens früh. Das ist die dritte Sache, die ich ziemlich schlimm finde. Und Nummer 4 ist ein bisschen... Ist ein bisschen was Eigenes, und zwar, wenn ich Sand an den Füßen habe, ja, also ich sag mal, also wenn ich irgendwie durch Sand laufe oder so mit den Schuhen und so, wenn da der Sand reinkommt in die Schuhe, in die Füße und so diese Sandkörner so zwischen die Zehen geraten, ja, dann kriege ich einen Raster, dann kriege ich einen richtigen Raster, und zwar diese ganzen Sandkörner, ja, die erwecken mir in so eine Art Kribbeln. Dieses Kribbeln geht wirklich von meinen Füßen, die Beine hoch, kommt dann an den Bauch, wo es erstmal enorm Schaden anrichtet, und dann ganz weit hoch bis in den Hals und in den Kopf. Und man macht wirklich nur noch diesen, oder ich mache ihn zumindest, diesen total verkrampften Eindruck, wo ich so denke, das ist eklig. Und man kann sich erstmal, oder ich kann mich erstmal eine Weile dann nicht bewegen, weil dieser Sand so eklig ist. Und, ja, und Nummer 5 ist eigentlich eine Sache, die mich am meisten nervt. Ja, und zwar einfach, wenn Leute, die man kennt, einen einfach nicht grüßen. Also das ist eine ganz alltägliche Geschichte, aber mich nervt es absolut. Also wenn ich wirklich sehe, ich bin im Blickfeld dieser Person, die auf mich zukommt, ich bin im Blickfeld dieser Person. Manchmal sehe ich, dass diese Person mich bereits gesehen hat
und die grüßt einfach nicht. Da frage ich nur, da frage ich mich, was habe ich persönlich falsch gemacht, dass diese Person mich nicht grüßt? Und das Schlimme ist, ich finde keinen Grund. Ich finde keinen Grund dann. Oder meistens finde ich keinen Grund. Es gibt natürlich Sachen, wo man denkt, ach, okay, deswegen grüßt er mich nicht. Aber in den meisten Fällen, wo das passiert, denke ich mir, warum grüßt er nicht? Oder sie nicht? Ja? Okay, das waren 5 Sachen, soweit ich richtig gezählt habe. Ja, waren 5, ja. Okay, und das war's. Macht's gut.